Ja. Hallo, ich nenne dieses Video Zeitgeist, weil es in die Zeit passt und weil es auch Geist betrifft. Vor einigen Tagen bin ich morgens so aufgewacht mit einem besonderen Gefühl, einem anderen Gefühl. Ich habe mich irgendwie leichter gefühlt. So als hätte ich vielleicht drei oder vier Pullover angehabt und habe die Pullover ausgezogen. Und wie man sich dann fühlen würde, wenn man diese Pullover abgelegt hat. Und dann habe ich mir mein Frühstück gemacht, bin die Treppe runtergegangen, war in der Küche, habe den Ofen angemacht. Und dieses Gefühl ist geblieben, dass da eine besondere Leichtigkeit war. Schreiben würde, war es aber so ein Gefühl, als würde ich auf einer Zeitbombe stehen. Aber ich kann die Bombe nicht sehen. Und ich weiß auch nicht, wann sie explodieren wird. Aber ich hatte so das Gefühl, ich stehe auf einer Zeitbombe, die tickt. Irgendetwas geht ab, energetisch, im Raum, in der Welt. Und entweder es hat etwas mit mir selbst zu tun, sozusagen, was explodiert. Oder es hat etwas mit der Welt zu tun, was explodiert. Und da ist natürlich naheliegend der Konflikt, den wir aktuell haben zwischen Russland und der Ukraine oder die drohende Ausweitung. Und dieses merkwürdige Gefühl ist den ganzen Tag über geblieben. Es ist auch geblieben, als ich mit dem Fahrrad zum nächsten Dorf gefahren bin, um einzukaufen. Und es war den ganzen Tag so ein seltsames Gefühl, wenn du das Gefühl hast, du stehst auf einer Bombe und schaust und suchst, aber du kannst sie nicht sehen. Aber da ist dieses kribbelnde Gefühl. Ja, und ich mache daraus dieses Thema Zeitgeist. Und ich möchte dazu sagen, lassen wir uns nicht beirren durch die Dinge, die so geschehen. Ich für meinen Teil halte an der Liebe fest. Das heißt nicht, ich kralle mich nicht daran, sondern ich behalte sie sozusagen als mein Schutzschild oder auch als das, was mich leitet. Und das möchte ich auch allen empfehlen, sich nicht verleiten lassen dazu, die Welt so einfach in Gut und Böse einzuteilen. Und vielleicht die Menschen in Gut und Böse so einfach einzuteilen, dass man sagt, ein ukrainischer Mensch ist mehr wert als ein russischer Mensch oder irgendein anderer europäischer Mensch. Es gibt ja diesen Spruch, vor Gott sind alle Menschen gleich. Das heißt, es gibt keine Unterschiede zwischen der Nationalität zum Beispiel. Und das ist etwas, was im Moment sehr stark wirkt. Man ist geneigt und verleitet, für eine Seite Position zu beziehen und sich dieser Thematik Krieg völlig hinzugeben. Das ist etwas, was ich nicht möchte, für mich selber nicht, und ich möchte das auch nicht für uns, sondern unser Thema ist, finde ich, Liebe.
Nächstenliebe. Das ist unser Thema und das ist etwas, das ist in uns. Und dieser Liebe sollten wir folgen und uns nicht verleiten lassen durch die sogenannte menschliche Ordnung, durch menschliche Verhaltensmuster oder Gesetze, sondern über allem steht die Liebe, letztlich die göttliche Liebe. Und das dürfen wir nicht vergessen und aus dem Auge verlieren, sondern uns bewusst sein, wir haben diese Liebe in uns. Und diese Liebe sollten wir leben. Auch durch ganz kleine Gesten und durch ganz kleine Aktionen oder Dinge und uns nicht verführen lassen. Ja, und diese Verführung, das ist so etwas wie eine tickende Bombe. Und natürlich kann man es jetzt beziehen auf diese Kriegssituation. Es könnte bedeuten, es dreht doch jemand durch und reagiert mit atomaren Waffen. Dann gibt es ja kein Halt mehr. Ja, und ich bin immer noch der Meinung, wir sollten behutsam sein mit dem Thema Aufrüstung, weil das passt eigentlich nicht zu dem Thema Nächstenliebe. Es widerspricht diesem. Und ich meine, wir sollten da vorsichtiger mit sein und uns auch nicht auf diese Schiene ziehen lassen, jetzt Krieg zu führen. Ja, so, das wollte ich heute eben gerne sagen. Ich sage, es lebe die Liebe. Ja, möge sie uns leiten und die Liebe ist stärker als der Verstand. Der Verstand ist ja auch etwas, der menschliche Verstand, der die Weltkriege erfunden hat und all das Leid. Und das ist ja der menschliche Verstand, der all das Leid über die Welt bringt. Vorhin kam ein Postbote hier bei mir vorbei, hatte mir Zeitungen übergeben und er hatte einen großen Schäferhund freilaufend, dem folgte. Und ich habe ihn gefragt, ob ich ihn mal streicheln darf. Der sagte ja, natürlich. Und ich habe ihn gestreichelt und mein Hund ist ja verstorben. Und das war ein sehr schönes Gefühl, wieder einen Hund zu streicheln. Und ich habe so empfunden, was seid ihr Tiere doch für geistreiche Wesen auch. Niemand von euch, keine einzige Spezies hat die Welt bedroht durch Kriege oder durch Vernichtung, sondern es ist der Mensch, der das macht und der hochnäsig und arrogant meint, er hätte das Recht dazu. Und da möchte ich einfach auch ganz klar sagen, das ist nicht unser Recht und es ist auch nicht unsere Aufgabe. Und wer letztlich geistreicher oder intelligenter ist, das wird sich ganz zum Ende zeigen. Und ich denke, jemand, der alles vernichten will, ist ja nicht jemand, der alles erschaffen will. Oder sozusagen die Schöpfung bewahren will. Ja, ich sage nochmal, es lebe die Liebe und lasst uns der Liebe folgen. So, das wollte ich heute sagen. Ich wünsche allen einen schönen Tag und ja, ciao.